Liebe Videofreunde, ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr selber ein schwebendes Handy herstellen könnt, indem ihr euer selbstgemachtes Video seht. Ihr benötigt dazu Folgendes. Ihr müsst also als erstes euch selber filmen und alles dort angeben, was der Reihe nach gemacht werden muss. Wenn ihr das Video fertig habt, dann besorgt ihr euch das Programm CapCut. Das ladet ihr euch im Play Store runter oder woanders. Dort öffnet ihr dieses Programm CapCut und dann seht ihr ein Fenster, da steht neues Projekt. Dort klickt ihr drauf, geht wieder ein neues Fenster auf. Und in diesem neuen Fenster erscheint, wenn ihr jetzt auf Importieren dort klickt, dann könnt ihr euer gefilmtes Video aus eurem Handy, das habt ihr ja da irgendwo abgespeichert, das könnt ihr nun in CapCut hineinbringen. Also ihr tippt auf Importieren und sucht dann euer Video und ladet das dann in CapCut hinein. Dort, wenn es hineingeladen ist, seht ihr da oben im Fenster ein kleines Fenster, das ist mit eurem Video. Dieses Fenster tippt ihr an und zieht das Video runter in die Timeline. So, wenn ihr das gemacht habt, übrigens, ihr könnt jedes andere Video nehmen, nicht nur euer eigenes. So, das zieht ihr hinunter in die Timeline, euer Video. Und wenn das geschehen ist, dann tippt ihr dort auf die Timeline, bleibt auf euer Video drauf. Dann wird es mit einem dünnen weißen Rahmen umrandet. Das zeigt euch an, dass das Video aktiviert ist. So, und wenn es aktiviert ist, nur dann, wenn es aktiviert ist, seht ihr darunter eine Reihe von Funktionen. Und ihr sucht euch aus dieser Reihe von Funktionen die Funktion Animation heraus. Ihr tippt auf diese Animation. Kurz danach, nach einer kleinen Weile, erscheint dann auch noch ein kleines C, ein weißes kleines C. Dort müsst ihr gleich auch rauf tippen. Und dann wandelt sich die vorher angezeigten Animationen wandeln sich um in eine Reihe ganz anderer Animationen, eine ganze unendliche Anzahl. Unter jeder dieser Animationen steht der Name und was damit ungefähr gemacht werden kann. Ihr nehmt euren Finger und schiebt immer nach links rüber, immer weiter, und ihr lest immer unten mit, was dort steht und passt auf, dass ihr die Animation Smartphone findet. Wenn ihr diese Animation Smartphone habt, dann braucht ihr nur dort hinauf draufklicken und euer Video, euer ausgewähltes Video, euer eigenes oder ein anderes Video, das seht ihr dann in einem schwebenden Handy. Ja, das ist alles. Damit ihr dieses Video dann auch noch eine Weile behaltet, müsst ihr es exportieren. Da ist oben ein Button, da steht drauf Exportieren. Dort klickt ihr drauf oder dort ist oben so ein Pfeil, besser gesagt, so ein kleiner Pfeil. Das ist das Zeichen, dass ihr exportieren könnt. Dort auf den kleinen Pfeil müsst ihr dann tippen. Und dann seht ihr ein Fenster, dort wird euer Video dann ringsherum weiß umrandet. Und wenn das fertig ist,
dann ist euer Video exportiert und ihr könnt es in dem Ordner, den ihr vorher festgelegt hattet, eben dort wiederfinden und immer zu jeder Zeit anschauen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und sonst alles Gute.